Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum drittletzten WM-Lauf der F1 Fantasy Liga hier live aus San Cristobal in Venezuela. Und ja, wir gehen wie immer einmal die Startaufstellung durch und dann kann es auch gleich losgehen. Vorne auf der 1 die Pole Position, die ich glaube dritte in diesem Jahr oder vierte. Für Ryo Funabashi mit Medium-Reifen. Auf der 2 Dwayne Rose mit Soft, dann haben wir eine ganze Menge Fahrer mit Soft-Reifen. Auf der 3 wirklich sehr, sehr gut, Romain Grosjean. Vierter auch Michael Chip, sehr, sehr gut unterwegs. Fünfter Lewis Hamilton. Sechster Stoffel van Dorn, der Mann auf der Pole-Position im letzten Rennen. Siebter ist Alex Lind, der zweite oder der erste Fahrer nach Funabashi mit Medium-Reifen. Dann Vettel hier auf der 8, oder nur auf der 8 mit Soft. Rio Arianto auf der 9 mit Soft. Hülkenberg würde die Top 10 hier abschließen. Im Hinblick auf die WM, Button nur auf der 11 hier. Und ansonsten haben wir ja hinten jetzt noch die Leute, die in der Qualifikation nicht teilgenommen haben. Das waren René Patzer, der zum Beispiel nicht teilgenommen, der steht hier auf der 18. Dann haben wir Tom de Brent auf der 19. Auf der 20 Ricciardo, die starten ja mit dem 7. Motor, genauso wie Felix Petrat und Kimi Räikkönen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf ins Rennen. 27 Runden stehen auf der Uhr. Ich starte ganz hinten. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall gehen die Ampeln jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Venezuela und mal schauen, wer jetzt hier wie am besten wegkommt. Kurve 1 ist immer ein bisschen eng hier. Hat sich fast der Männer weggedreht und da hinten dreht sich ein Sauber weg. Das war Kimi Räikkönen. Jetzt geht es hier zum ersten Mal den Berg runter. Und die ersten drei konnten sich ja schon gut absetzen. Grosjean hat einen Platz verloren. Vettel versucht, da Plätze gut zu machen. Ja. Schauen wir mal, jetzt geht es hier gleich den Berg hoch. Und dann gleich wieder den Berg runter. Ja, der versucht, glaube ich, sich gerade Lin noch ein bisschen nach vorne zu schieben. Ja, der eine Sauber hängt da jetzt ziemlich weit zurück. Jetzt sieht man, jetzt geht es ja an den Berg nämlich runter. Ui, und ja, da glaube ich gerade Vettel den Angriff gegen Hülkenberg versucht, musste aber wieder zurückziehen. Dann geht es jetzt hier nämlich gleich hier den Berg hoch. Da sieht man jetzt mal, wie steil das da hoch geht. Da ist natürlich viel, viel Power gefragt. Dann kommen wir hier durch diesen engen Schlussteil, wo ja die Wände auch ziemlich dicht beisammen sind. Das hat fast schon Ähnlichkeit vom Stadtkurs, möchte ich fast sagen. Also sehen wir es hier, die Strecke hat nicht sehr, sehr viel Grip. Die Autos rutschen rum. Und die erste Runde ist gleich geschafft, dann gehen wir mal die Platzierungen durch. So, also wir gehen einmal die Platzierung durch. Vorne auf der 1, momentan Ryo Funabashi konnte seine Position behaupten gegenüber Dwayne Rose. Auf der 2 hätten wir hier Michael Chip. Sehr, sehr guter Start von ihm. Grosjean konnte seine, ich sage jetzt mal, einigermaßen gute Platzierung auch halten. Platz 4 hier momentan Hamilton auf der 5. Auf der 6 haben wir dann schon Lin, der hat sich nach vorne gearbeitet. Auf der 7 van Dorn hat einen Platz verloren gegen Lin. Auf der 8 hätten wir Hülkenberg. Auf der 9, glaube ich, Vettel. Der hat sogar noch einen Platz jetzt hier verloren. Auf der 10 hätten wir Arianto. Auf der 11 noch immer Button. Der ist noch nicht nach vorne gekommen hier. Auf der 12 haben wir Dillmann. Auf der 13 Schumacher. Schumacher hat einen Platz gut gemacht gegenüber Blomqvist. Auf der 15 momentan Tom de Brent schon. Der hat sich nach vorne hier gearbeitet. Auf der 16 Leon Rostek. 17 André Hoffmann, 18 Robin Lindberg, der jetzt auch mit dem richtigen Helm unterwegs ist. Auf der 19 ist Patzel, ja, da muss ich, ja, der hat Plätze verloren, glaube ich, sogar noch wieder hier. Hat zumindest noch keinen Platz wirklich gut gemacht. Dann hätten wir hier auf der 20, Ricciardo hat auch noch nicht wirklich Plätze gut gemacht. Petrat auf der 21, ja, und Räikkönen war also derjenige, der sich hier weggedreht hat am Anfang. So, und wir hatten hier vorne, glaube ich, was ziemlich eng beisammen, ja, Hülkenberg und Van Dorn, die versuchen natürlich jetzt hier irgendwie
an Linda vorbeizugehen. Das hilft natürlich den Leuten hier mit den Softreifen überhaupt nicht, dass Linda nach vorne gekommen ist, weil die können jetzt hier überhaupt nicht ihre Performance ausspielen. Und das kostet richtig, richtig viel Zeit für Stoffel van Dorn. Er muss eigentlich versuchen, so schnell wie möglich geht, vorbeizukommen. Genauso dasselbe Spielchen da für Hülkenberg und Vettel. Und Vettel, ja, der ist ja fast schon richtig im Getriebe hinten drin, ne? Aber schlecht rausbeschleunigt, haben die Reifen durchgedreht. Die vier Leute hinter Linz sind alle auf Soft unterwegs. Der Einzige, der dahinter nicht auf Soft unterwegs ist, ist Button. Der wird sich sagen, ja gut, ich schaue mir das lieber hier erstmal in Ruhe an und dann am Ende reagieren wir drauf. Aber momentan haben die hier keinen Vorteil mit den Soft, weil sie den Vorteil einfach nicht ausspielen können. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, muss man sagen, was jetzt hier Lin macht. Er ist zwar nicht schnell unterwegs, oder zumindest nicht sehr, sehr viel langsamer unbedingt, aber es ist nicht so, dass er sich mit Händen und Füßen jetzt hier unbedingt wehren muss. Rose ist jetzt die schnellste Runde gefahren, 15. nur vorne der Vorsprung. Van Dorn war jetzt sogar bloß 13. hinter Lin, allerdings kommt er noch immer nicht vorbei. Und Hülkenberg, der ist da auch wieder jetzt richtig im Getriebe dran, ne? Und Hülkenberg probiert jetzt hier mal. Ah, geht sich. Ja, muss aufpassen. Der Körb ist da gefährlich. Und wo ist Vettel? Vettel nur noch auf der 10 jetzt hier. Was ist denn mit dem passiert? Ui, und ui, da hat sich fast weggedreht. Ui, und da fällt Button noch auf hinten. Ui, das hat Zeit gekostet. Und auch Platzierung, glaube ich, hat, ja, da ist jetzt Blomqvist nämlich an Schumacher vorbeigegangen. Ui, Tom de Brent versucht jetzt auch gerade sein Glück. Ja, ist hier nicht ganz so einfach. Der Kurs hat viele hohe Curbs. Da kann es mal schnell gefährlich werden. Und hier Van Dorn noch immer nicht vorbei. Und nach vorne hin reißt die Lücke immer mehr auf zu Hamilton. Der kann sich da immer weiter absetzen. Und Rose noch immer 15. dahinter. Hamilton jetzt sogar mit der schnellsten Runde auf Platz 5. Und jetzt sogar Patzel hinten auf der 17 mit der schnellsten Runde. Und irgendwie ist da eine riesige Lücke hinter ja, Hoffmann, Petrat und Lin, die sind alle ziemlich weit hinten. Was denn jetzt hier passiert? Wundere mich gerade, warum so viele auf einmal so weit hinten sind von der Zeit. Da muss ja irgendwas Großes passiert sein, wenn alle so weit hinten sind auf einmal. Ist ja sogar noch mehr passiert dahinter nachher. Das muss ja schon ein bisschen her gewesen sein. Ui, ja, das ist ja schon lange her. Was hat ein Lindbeck da gemacht, dass er so weit hinten ist auf einmal. Das ist schon zwei Runden hinterher. So, wenn es jetzt hier irgendwo nicht auftaucht, dann lassen wir es jetzt erstmal sein. Ah! Ui, da hat sich ja richtig verschätzt. Ui, da hat sich ja gleich mehrmals weggedreht. Ah! Weil sich Hoffmann weggedreht hat. Ui, er kriegt auch noch den Schlag von Hoffmann ab. Und dann hat er ewig gebraucht, wieder um in die Spur zu finden. Alles klar, so. Vorne, Funabashi. Ui, da hat sich jetzt dann Kurve 1 vertan. Und das heißt, es gleich
Rose auf den Plan gerufen. Er war da auch wieder weit. Ja, und auch die Gruppe von Platz 6 bis zu Platz 11 innerhalb von 2 Sekunden. Rose, der ist ja richtig dran. Wir schauen mal ganz kurz hier hinten auf Platz 6. Ja, das Vettel jetzt wieder dran. Ja, die Haryanto sucht den Angriff gegen Hülkenberg und Hülkenberg vertut sich da ein bisschen. Uiuiuiui, aber kann sich wohl noch durchsetzen wieder am Ende. Hat er die Tür aufgelassen? Also, die Strecke, wie gesagt, hat es in sich. Und vorne konnte sich wieder ein bisschen absetzen, jetzt hier im zweiten Sektor ein bisschen mehr Luft rausfahren, der Japaner. Und solange er sich den Kanadier noch hinter sich halten kann, ist alles gut für Funabashi, weil Rose wird da eigentlich noch mindestens einmal mehr in die Box kommen. So, und Grosjean jetzt auf der 4 fertig schnellste Runde. 1:37.041. Das ist eine sehr, sehr gute Runde. Also Funabashi momentan vorne nicht der schnellste. Hat ein paar Probleme mit den Reifen gerade. Und dann hätten wir hier wieder den großen Zug. Der sich jetzt ein bisschen auseinandergezogen hat. Denn hier momentan 14 schon Tom de Brent, 15 auch schon Patzel. Ja, da hat Hoffmann seinem Team nicht unbedingt gerade einen großartigen Beweis und nicht unbedingt großartig geholfen hier. Der 17 Ricciardo, 18 Dillmann, ja, der ist auch ziemlich weit nach hinten gefallen mittlerweile. Hoffmann 19, dann hier die beiden Sauber und weit weg momentan Robin Lindberg. Er muss schauen, ob er sich vielleicht noch ein bisschen über die Pace nachher noch wieder ranarbeitet. So, wann wird Rose in die Box kommen? Wir haben jetzt Runde 7 geschafft. Runde 7 war so die Deadline für die Super Soft-Reifen, die wir allerdings nicht fahren. 1:36.8 ist von der Bashi, der eine 1:36.7 von Rose. Die haben jetzt beide mal eine einigermaßen vernünftige Runde hingelegt, konnten sich also dementsprechend von den hinterherfahrenden Leuten absetzen. Und damit Chip, der bekommt jetzt Besuch von Grosjean und Hamilton. So, und Lindbergh kann die Lücke zu Räikkönen auch zufahren. Das waren mal 11 Sekunden. Das sind mittlerweile nur noch 7 Sekunden. Chip konnte ich hier wieder ein bisschen absetzen. Und Lynn noch immer vor Van Dorn. Der kommt da einfach momentan nicht vorbei. Und da hinten haben wir Patzel gesehen. Patzel, der jetzt versucht, an Tom de Brent da irgendwie vorbeizugehen. Natürlich, der hat die Softreifen, der muss sich da irgendwie nach vorne arbeiten. Und das wird der mit Händen und Füßen versuchen. Ja, ist er ziemlich eindeutig schneller.
Angriff Kurve 1 kommt nicht. Ui, und jetzt hat er sich vertan. Auf den Curb gekommen. Ja, also diese Curbs da, die haben es wirklich in sich. Also, da wurde er wahrscheinlich zu viel. Schauen wir mal, ist er zu sehr über den Curb gefahren? Ja, in. Ja, komplett über den Curb. Ja, gut. Da kann es dann natürlich passieren. Und damit jetzt ist er jetzt nur noch auf der 17. Hat jetzt damit Rostek wieder einen Punkt geschenkt. Und hier vorne scheint sich jetzt Lin absetzen zu können. Ja, wir haben jetzt Runde 9. Könnte also sein, dass wir jetzt langsam die ersten Boxenstops sehen. Und da haben wir Button gesehen, der jetzt an Vettel vorbeigegangen ist. Hatte Vettel wieder einen Quersteher in der Kurve, in der er sich vorhin schon schwer getan hat. Ich vermute jetzt erstmal spontan, nee, war schon ein bisschen länger her. Aber irgendwas war da vorne, glaube ich, auch, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ah ja, Harianto. So, und Rose war, glaube ich, in der Box, wenn ich das richtig sehe. Genau, Rose war in der Box. 6 Sekunden. Wo kommt er jetzt hier raus? Kommt hier vor Harianto raus? Fragezeichen. Ui, ich kriege noch den kleinen Schlag mit. Und jetzt Harianto, erste Runde mit den wärmeren Reifen. Ja, setzt sich da durch. Ist allerdings vor Button geblieben. Das war wirklich wichtig hier für Drain Rose. Vor Button. Damit kann Button jetzt nicht seine Pace ausspielen mit weniger Sprit. Da muss er sich jetzt dahinter einsortieren. Also, Lin momentan, wer bleibt denn noch draußen? Chip war jetzt hier. Grosjean war, glaube ich, auch schon in der Box, wenn ich das richtig gesehen hatte. Genau, da haben wir ihn auf der 12. Hat jetzt erstmal keinen Verkehr vor der Nase. So, und ich glaube fast, dass Vettel in diese Runde auch reinkommen wird. Kommt denn Chip jetzt rein? Oder bleibt er noch ein Ründchen draußen? Er bleibt noch draußen. Hamilton auch. Und Hamilton mit der schnellsten Runde. 1:36.470. Das sind jetzt schon, glaube ich, schnellere Zeiten als im Rennen, als in der Qualifikation. Da, jetzt kommt Harianto in die Box. Und auch Vettel kommt in die Box. Blomqvist auch in der Box. Harianto mit einem 7-Sekunden-Boxenstopp. Das war eigentlich ganz okay. Vettel geht da jetzt auch wieder raus. Und Harianto kommt da hinter Hoffmann raus. Hoffmann also jetzt vor Harianto. Und dahinter haben wir Stoppel van Dorn. Der war ja schon in der Box. So, Vettel. Wollen wir Vettel hier auf der 19? Und Blomqvist ist hinter Lindberg rausgekommen. Und Patzel genauso. So. Ui, ja, Chip da schon wild am Driften. Da muss er natürlich jetzt aufpassen. Die Reifen, ja. 12 Runden, hat Pirelli gesagt, Maximum geht's. Mal schauen, ob er noch eine Runde fährt oder ob er jetzt in die Box kommt. Funabashi fährt jetzt die schnellste Runde und er bleibt noch eine Runde draußen. Chip, Hamilton kommt jetzt in die Box. Mal schauen, wo er sich einsortiert. Ist jetzt ja doch 2 Runden länger gefahren als Drain Rose. Mal schauen, ob er vielleicht ein bisschen Zeit aufholen konnte in den 2 Runden. 6 Sekunden, ein ähnlicher Boxenstopp zu Rose. So, da haben wir Lin. So, und da hinten haben wir Rose und Hamilton ist wohl wirklich... Ja, Hamilton ist vorbeigekommen an Rose.
Ui, da hat man Rose ein bisschen früher reingeholt und ist jetzt dadurch hinter Hamilton gefallen. Und damit fehlt ihm jetzt vorne noch immer Chip. Na jetzt, es sah ein bisschen langsam aus, fand ich jetzt, aber es kann mich jetzt auch getäuscht haben natürlich. Ja, er hat angeblich jetzt auch im Mittelsektor eine Sekunde auf Funabashi verloren. Das könnte natürlich ein Grund für die Reifen sein, dass es momentan, der kämpft da schon ein bisschen. Muss man aufpassen, muss man vorsichtig fahren, speziell hier dieser letzte Abschnitt, ja. Wenn man hier schlechte Reifen hat, kann man ganz schön viel verlieren. Da scheint momentan der Fall zu sein. Uiuiuiuiui. Und jetzt kommt er in die Box. Ui, verpasst sogar fast noch seine Boxengasse. Würde man sagen, erstmal ein vernünftiger Boxenstopp. Da geht jetzt Lin vermutlich mal jetzt erstmal vorbei. Ja, so ist es. Und wird wahrscheinlich, ich sage jetzt erstmal hinter. Ja, er kommt da hinter den Dreien raus, ja. Sortiert sich da hinter Rose ein und hinter Hamilton. So, und Hamilton, der versucht natürlich jetzt hier, sich vor Rose zu halten. So. Ui. Ja, Grosjean muss aufpassen. Hier geht es ja schließlich auch um ein gutes Ergebnis. Das sollte man jetzt nicht unbedingt leichtfertig wegschmeißen. Rostek hier auf der 11, 12. Hoffmann. Hülkenberg. Vettel. Oh, hier haben wir Vettel nur auf der 18 momentan. Hat da Lindbeck im Nacken. Blomqvist auf der 20, 21 Patzel, 22 momentan nur Dillmann. Der war aber, glaube ich, schon in der Box jetzt unterwegs. Funabashi ist draußen geblieben. Mal gucken, ob jetzt Lin in die Box kommt oder ob der noch draußen bleibt. Bleibt auch noch draußen. So, und hier hinter haben wir jetzt fast schon alle Leute, die eben halt, wie gesagt, einmal in der Box waren. Und Button kommt jetzt in die Box. Bedeutet also, dass nächste Runde dann wahrscheinlich auch Funabashi in die Box kommt. Schauen wir mal, wo sich jetzt Button einsortieren wird. Wird wahrscheinlich Reparaturschaden auch noch haben, der repariert werden muss. Schumacher und Tom de Brent waren auch ziemlich nah beisammen. Schauen wir auch gleich mal mit drauf. Und da hinten haben wir auch Hoffmann. Müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und Button scheint erstmal freie Fahrt zu haben. Kommt da vor Petrat raus. Und Vettel muss sich hier natürlich jetzt hier nach vorne arbeiten. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir es. Chip. Ah, Schumacher ist vorbeigegangen an Chip, so wie es aussieht. Ui, und vertut sich da fast nochmal. Und Tom de Brent versucht da jetzt den Angriff gegenüber Chip. Und er sucht natürlich jetzt auch Grosjean, Funabashi, fährt noch eine Runde, so wie es aussieht, 1:36,2. Da hat Grosjean jetzt gerade den Angriff gesucht. Muss jetzt aufpassen, da kommt jetzt Ricciardo jetzt nämlich. Und ja, dass sich Schumacher da jetzt vorbeigesetzt hat, ist natürlich wichtig gewesen. Er wird vermutlich mal jetzt in die Box kommen. Ja, so ist es auch. Lin war auch noch nicht in der Box. So, da haben wir Schumacher. Da kommt hinten auch jetzt Rostek.
Stehen direkt hintereinander. Langer Boxenstopp bei Schumacher, 9,5 Sekunden. Ist da, glaube ich, jetzt hinter Button, wenn ich das richtig gesehen habe. Könnte damit also noch vor... Nee, kommt hinter Petra raus. Aber vor Vettel. Und da hinten haben wir Rostek, der kommt vor Dillmann, Patzel und so weiter raus. Da haben wir auch Lindberg jetzt gesehen in der Box. So, und jetzt müsste eigentlich auch Funabashi so langsam in die Box kommen. Ja, so ist es auch. Kommt jetzt in die Box. Steht natürlich auch wieder ein bisschen länger, muss natürlich mehr getankt werden. 9 Sekunden. Lin müsste jetzt eigentlich auch demnächst in die Box kommen. Ja, momentan keine Gefahr für Funabashi. Jetzt kommt dann nämlich Lin. Und Lin bleibt noch draußen. Interessant. So, da haben wir Hamilton und Rose. Ja, Rose hat natürlich jetzt dadurch, dass er hier hinter Hamilton fahren muss, wahrscheinlich doch einiges an Zeit verloren. Chip hier auf der 5. Grosjean, ja, Grosjean ist wahrscheinlich auch der, der mit am meisten verloren hat. Ricciardo war auch noch nicht in der Box. Tom de Brent ist gerade in der Box. Mal schauen, wo der sich jetzt einsortiert. So, da ist jetzt Button vorbei. Da hinten haben wir Petrat. Und Tom de Brent kommt da vor Rostek raus. Ui, das ist natürlich ärgerlich für das Haas-Team. Und da hinten haben wir Dillmann, der kämpft da mit Patzel. Und Patzel geht jetzt außen herum vorbei. Ja, Patzel außen herum vorbei. So, wir warten nochmal auf den Boxenstopp von Lin. Der jetzt hier so langsam wirklich verliert auf Hamilton und Rose. Oh, und Funabashi hat jetzt gerade was verloren. Sah gerade so aus, als wenn er sich irgendwie weggedreht hat oder so. Aber anscheinend nicht. So, Lin steht jetzt in der Box. Nach 16 Runden. Langer Boxenstopp, 10 Sekunden. Ja, das können natürlich jetzt unter Umständen für Hamilton und Rose helfen. Im Hinblick auf deren Boxenstopp. Also wie es aussieht, Platz 6 für Lin momentan. Ist jetzt davor Van Dorn. Und Van Dorn, uiuiui, ja, da hat es da fast sich jetzt noch weggeschossen. Aber man muss aufpassen mit seinen Reifen. Haryanto hier auf der 8. Und Hülkenberg auf der 9. Der wird aber auch nochmal in die Box kommen müssen. So, und Rose, ja, Rose, wird er jetzt schon in die Box kommen oder wird er noch draußen bleiben? Die Frage ist, wird es ihm vielleicht diesmal was bringen, wenn er früher reinkommt, oder wird er länger draußen bleiben? Er war ja doch schon ziemlich früh in der Box. Aber wahrscheinlich noch so ein, zwei Runden wird er auf jeden Fall noch fahren. Und sollte jetzt zumindest was in Richtung vorne so los ist, nicht sich noch großartig was ändern, sollte Funabashi jetzt hier nicht noch ausfallen, dann wird es, glaube ich, ziemlich schwer mit der WM, was zumindest die Team-WM angeht für Gobi Todic. Aber man kam schon auch schon ein bisschen mit einem unguten Gefühl nach Venezuela. Der Teamchef hat mir schon so gesagt, ich habe jetzt auch wirklich ein gutes Gefühl für Venezuela. Na gut, Rose ist eigentlich ziemlich gut hier unterwegs, hat jetzt leider durch seinen frühen Boxenstopp eine Position an Hamilton verloren. Aber für Vettel läuft auch nicht so gerade berauschend, möchte ich fast sagen.
So, und Lynn ist jetzt erstmal zurückgefallen. Nur noch auf der 8 musste Van Dorn und Harianto vorbeilassen. Jetzt ist auch Hülkenberg noch dran. Und der dreht sich da fast noch weg. Ja, natürlich. Lynn hier mit vollem Tank jetzt unterwegs. Frischen Reifen oder kalten Reifen noch. Der wird natürlich jetzt hier eindeutig verlieren. Erstmal. Allerdings muss er nicht mehr in die Box. Wird also noch mindestens nochmal hier die beiden Plätze auf jeden Fall nochmal gut machen. Vielleicht auch Grosjean nochmal. Chip vielleicht auch sogar noch. Also könnten gute Punkte für Lynn auf jeden Fall möglich sein. Und da sieht man eigentlich mal, wie gut der Toro Rosso hier unterwegs war. Ein bisschen ehrlich, also dass sich da Lindberg in Bezug auf oder durch den Dreher von Hoffmann sich auch mitgedreht hat. Und Rose findet momentan einfach keinen Weg vorbei an Hamilton. Und die beiden holen natürlich jetzt auch erstmal nach vorne auf Funabashi auf. Sind jetzt vom Gewicht nach halt natürlich eindeutig leichter. Werden aber vermutlich jetzt auch mal demnächst beide in die Box kommen. Schon kommt einer von den Händen. Ja, Grosjean kommt jetzt schon in die Box. Können die natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen nach hinten werfen. Van Dorn kommt auch in die Box. Ja, und da sind jetzt Hülkenberg und Lynn war das. Da geht jetzt auch noch Button vorbei. Aber viel weiter sollte es jetzt eigentlich nicht mehr nach hinten gehen für Grosjean. Platz 9 wäre es momentan. Und da geht jetzt hier... Das ist jetzt... Stoffel van Dorn. Fährt jetzt hier auf die 10, muss aber noch natürlich nochmal in die Box kommen. Herr Blomqvist, war der jetzt schon ein zweites Mal in der Box oder noch nicht? Ricciardo wird auf jeden Fall definitiv nicht mehr in die Box kommen. Genauso wie Tom de Brent, Rostek und Dillmann. Hoffmann auch nicht mehr. Und Lindberg versucht sich da noch immer einen Weg vorbeizufinden, irgendwie an einen von den beiden Sauren. So, und schauen wir mal, kommt jetzt... Ja, Hamilton ist, glaube ich, jetzt die schnellste Runde gefahren, wenn ich das gerade richtig gesehen hatte. Hamilton mit der schnellsten Runde. So, und Rose ist jetzt in der Box. Ist ein Undercut, der vielleicht klappen kann mit einem guten Boxenstopp natürlich. 4,9 Sekunden. Das ist eigentlich ein guter Boxenstopp. Aber Hamilton momentan sehr, sehr gut unterwegs. Ja, die Boxenausfahrt muss natürlich auch passen. So, da haben wir jetzt Harianto... Ja, 7,5 Sekunden, recht langer Boxenstopp da von Harianto. Und Harianto kommt da vor Van Dorn raus, der, glaube ich, aber auch nochmal in die Box muss. Glaube ich, ich weiß es gerade nicht. Wenn wir definitiv 5 Runden vor Schluss wissen, weil dann müsste eigentlich auch alle die Leute, die zweimal in die Box kommen, ihren Boxenstopp gemacht haben. So, jetzt fehlt eben halt noch Hamilton, Chip, Rose war schon. Schauen wir jetzt Hamilton. Letzte Runde 4,9 Sekunden. Der Hamilton fährt noch eine Runde. Hat nur noch 2,3 Sekunden Rückstand auf Funabashi. Der pusht jetzt hier gerade richtig, Hamilton. Hat ja ein Saisonrennen dieses Jahr gewonnen und das war in der Türkei. Da hat man die erste Reihe komplett inne gehabt bei Renault. Und der pusht jetzt hier richtig, also
sehr, sehr gutes Tempo hier. Und auch, muss man ehrlich sagen, Renault mit einem sehr, sehr guten Fahrzeug hier, speziell in der zweiten Saisonhälfte. Kann man nicht anders bestreiten. Fuji war zwar nicht gerade so Highlight des Jahres, muss man sagen, weil man ja nicht gefahren ist. Ansonsten ja, ist man in den letzten Rennen fast immer, hat man fast immer, mindestens fast immer, wie gesagt, außer Suzuka und Fuji jetzt, hat man immer mindestens 30 Punkte geholt seit der zweiten Saisonhälfte. Und auch hier scheint man wieder, zumindest was Hamilton angeht, sehr, sehr gut unterwegs zu sein. Und mit Glück könnte man sogar vielleicht noch auch Force India kriegen und damit Platz 3 in der Team WM sich holen. Ich vermute mal, jetzt wird er wahrscheinlich am Ende dieser Runde jetzt in die Box kommen, so langsam. Kann mir zumindest nicht vorstellen, dass er noch eine weitere Runde fährt. Nein, genau so ist es. Jetzt kommt er in die Box. 4,9 Sekunden im Vergleich zu Rose, aber ich glaube fast, da Hamilton 2 Runden länger draußen war, sollte es kein Problem sein für Hamilton. Außer man schlampt jetzt hier richtig beim Boxenstopp rum. Aber nein, 4,493. Und jetzt kommt er hier raus, erstmal hinter Chip. Allerdings auch weit vor Rose, der ist jetzt hier gerade erst, also da sieht man mal, was für ein Vorteil es war für gegenüber Hamilton, dass er so lange draußen geblieben ist. So, und Lin wird jetzt hier von Button gejagt. Ja, der muss natürlich jetzt hier schauen. Er darf nicht zu viele Punkte verlieren. 36 Punkte hat der Rückstand auf seinen Teamkollegen. Momentan würde er mit Platz 6 18 Punkte holen. Würde also, wenn Funabashi gewinnt, 12 Punkte verlieren. Das würde nach allem Riese 24 Punkte machen. Und sollte es in den letzten beiden Rennen auch so sein, dass er wieder 12 Punkte jeweils verliert pro Rennen, dann wären die beiden punktgleich. Und dann würde es natürlich auf die Anzahl der Siege drauf ankommen. Ui! Auch hier sehr, sehr wild wieder. Aber eigentlich müssten sie beide noch einen Platz, glaube ich, gut machen. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Chip müsste eigentlich auch nochmal in die Box kommen. Der hat ja in ersten Stint schon sehr, sehr lange gefahren. 5 Runden haben wir jetzt noch. Und dann, wenn Chip hier durch ist, gehen wir nochmal die ganzen Platzierungen durch. Aber der bleibt nochmal eine Runde draußen. Der wird aber definitiv nochmal in die Box reinkommen müssen. Flieht jetzt momentan sogar schon auf Hamilton. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal die Platzierung durch. Also vorne momentan auf der 1 noch Ryo Funabashi. Zweiter Chip, dritter Hamilton. Vierter Rose, fünfter Lin, der sich hier noch immer wehrt gegen Button. Mal schauen, wie lange er es noch durchhalten kann. Auf der 7 haben wir Grosjean. Auf der 8 Stoppel van Dorn. Auf der 9 Hamilton, Schumacher, Entschuldigung. Auf der 10 haben wir Hülkenberg. Auf der 11 Rose von, Rose Ricciardo. Mein Gott, was ist denn jetzt gerade los mit mir? Ja, ist er auch von ganz hinten gestartet, jetzt hier auf der 11. Sehr, sehr gut. Auf der 12 auch Tom de Brent. Sehr, sehr gutes Ergebnis für Force India momentan hier. Auf der 13 haben wir Rostek. Auf der 14 Harianto. Und auf der 15 Dillmann. Momentan 16. und damit nicht in den Punkten wäre Vettel. 17 Hoffmann. 18 Petrat. 19 Blomqvist, 20 Patzel, 21 Räikkönen und 22. Lindberg. Und Button natürlich versucht. So, Chip jetzt in der Box. Ne, noch immer nicht. Der fährt weiter fleißig. Würde mich auch stark wundern, wenn er es schafft.
So, Lynn und Button, ja. Wer wird sich hier Platz 5 holen? Von den Fahrzeugduellen wahrscheinlich ist es eine klare Angelegenheit. Doch wie gut kann man hier überholen? Bessere Linie da. Eben gerade hat auf jeden Fall Button gehabt. Musste nicht zu sehr auf den Curb anbremsen. Ui, ja, auch wieder doll auf den Curb angebremst. Ah, jetzt haben wir nicht nah genug dran. So, oh, ja, Chip da jetzt gerade nöten. Fährt weiter. Chip fährt hier weiter. Ja, man kann es probieren. Warum nicht? So, noch 3 Runden. Kann man nicht wirklich vorstellen, dass es noch lange gut geht hier mit Chip. Ah, der pendelt da richtig viel hin und her. So, Haryanto war auf jeden Fall ein zweites Mal in der Box. Außer ich vertue mich da jetzt noch ein bisschen, aber eigentlich... Genau, Chip fehlt noch. Lin und Button waren eh so, wie Funabashi auf Medium. Haryanto war auf jeden Fall definitiv schon ein zweites Mal in der Box. Auf der 14. Und jetzt kommt da der Angriff von Rose. Ah, und der ist Rose, hat eindeutig mehr Grip, muss zwar jetzt aufpassen, dass er sich hier nicht wegschmeißt über den Curb. Hat natürlich jetzt richtig viel Zeit auf Hamilton verloren, der ist hier schon hoch, den Berg schon hoch. Aber Chip muss definitiv jetzt an ihn in die Box reinkommen, ansonsten verliert er noch zu viel Zeit. Ich hoffe mal, er macht das jetzt auch noch. Und Hamilton fährt die schnellste Runde, 1:35,8. Ja, er kommt jetzt definitiv in die Box. Schauen wir mal, wo es am Ende hingeht für ihn. Könnte hier vielleicht noch vor Grosjean sein. Button wird damit jetzt auf die 5 mindestens vorkommen schon mal. Mal schauen, ob er es in den letzten beiden Runden noch vorbeischafft. So, und damit wäre natürlich jetzt Chip noch ein Kandidat für die schnellste Runde. Wird vor Van Dorn rauskommen, genau. Und wird auf jeden Fall noch eine Runde haben. Mal schauen, ob er mit den Reifen, mit den ganz frischen Reifen, eventuell noch eine schnelle Runde hinnehmen kann. Und wer ist das? Das Button gewesen? Ja, Button. Button hat sich weggedreht. Ui, was hat der denn gemacht? Er hat den, ja, denselben Fehler wie Van Dorn vorn gemacht. Über den Curb rüber. Und dreht sich noch ein zweites Mal weg. Ja, da muss Grosjean einmal kurz stehen bleiben. Ui, das war ziemlich knapp. Ist damit jetzt wieder auf die 6 zurückgefallen. Ui, und da hinten haben wir Van Dorn, der jetzt da vorbeigegangen ist an Chip. Also das wird definitiv keine schnellste Runde werden jetzt hier. Und jetzt jagt natürlich hier Button nochmal Grosjean. So, und wir befinden uns in der letzten Runde. Mick Schumacher hier nochmal. Ja, Hamilton fährt nochmal die schnellste Runde. 1:35,7. Na, Vettel setzt hier auch noch dran an Dillmann. So, und da haben wir jetzt auch Funabashi in der letzten Runde. Mal schauen, ob er Lindbergh noch überrundet. Und ja, das Rennen bis zum ersten Bockdorf von Rose
musste Funabashi ganz schön oft nach hinten in den Rückspiegel schauen und gucken, dass er da nicht überrundet wird oder überholt wird. Und ja, jetzt hat er nachher dann ein recht einfaches Rennen gehabt, möchte ich fast sagen, sofern er sich jetzt hier nicht noch abschießt, sondern es einmal nach Hause bringt. Hat er doch ein recht angenehmes Rennen gehabt nachher und kann sich damit jetzt seinen nächsten Saisonsieg holen. Es wäre Nummer 7 und macht damit wieder einen Schritt in Richtung Button, um ihn einzuholen. Und jetzt hat er es geschafft, nach 27 Runden. Ryo Funabashi holt sich seinen Sieg nach 44 Minuten. Schnelles Rennen also hier sogar. Hamilton, ein sehr, sehr guter zweiter Platz. Mal schauen, ob er nochmal eine schnellste Runde hier hinlegt. Ja, so ist es. Hamilton mit der schnellsten Runde nochmal. 1,35,662. Sehr, sehr gutes Rennen. Rose fährt noch die schnellste Runde. 1,35,643 vom Kanadier. Auf der 4 schafft es am Ende nachher Alex Lynn. Der hat hier richtig ein gutes Rennen gezeigt. Die Einstopp-Strategie hat geklappt. Und am Ende ist es Platz 4 für ihn. Das beste Ergebnis, was Toro Rosso in diesem Jahr überhaupt geholt hat, möchte ich, glaube ich, sagen. Auf der 5 hier Grosjean, auch sehr gutes Ergebnis. Sechster wird Jenson Button. Auf der 7 haben wir Stoffel van Dorn. Auf der 8 haben wir Michael Chip. Auf der 9 Mick Schumacher. Auf der 10 Nico Hülkenberg. Auf der 11 Daniel Ricciardo, der von ganz hinten gestartet ist, genauso wie Tom de Brent. Auf der 12. Auf der 13 Rosberg holt Punkte fürs Haas-Team. Auf der 14 haben wir Harianto. Auf der 15 Tom Dillmann, der letzte Mal in den Punkten außerhalb der Punkte ist. Sebastian Vettel. Dann haben wir hier Hoffmann auf der 17. 18. wird wohl Petrat. Ja, 18. wird Petrat. 19. Blomqvist, 20. Van Dorn, 21. Raikön und 22. wird Robin Lindberg. Ja, das war's hier. Der zwar nochmal in die Box kommt, warum auch immer. Das war's hier aus Venezuela. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Brasilien. Zum dann 100. Rennen der F1 Fantasy Liga. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie ich ja schon auch gesagt habe, Ferrari hat es geschafft. Ferrari ist jetzt auch Teammeister. Und ja, jetzt geht es also noch um die Fahrer-WM. Und da scheint sich momentan ein Kampf zwischen Jenson Button und Funabashi auf jeden Fall mehr zu verdeutlichen oder immer eindeutiger zu werden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao.